Ich fange jetzt einfach mal an. Guten Tag, mein Name ist Daniel Rath, ich komme aus Nürnberg. Ich möchte auf eine Kampagne aufmerksam machen, die sich in den letzten Monaten aus einer Idee entwickelt hat. Und da hier eben so viele Leute sind, die schon aktiv sind, ist das vielleicht eine weitere Möglichkeit, sich zu vernetzen oder eben an anderen Sachen auch noch daran teilzunehmen. Ich bin halt ein bisschen nervös, ich rede normalerweise nicht nur so vielen Leuten, deswegen, wenn ich mich vielleicht ein, zwei Mal vergatze, entschuldigen Sie mich. Okay. Und zwar ist eine Idee entstanden, eine bundesweite Kampagne für das Jahr 2013 zu starten, die sich gegen die momentane herrschende Politik organisiert. Die Idee ist entstanden aus einem aktiven Treff im Oktober, die dann weitergeführt worden ist im Dezember, und seit Januar, kann man sagen, diese Idee ist es jetzt mehr eine Idee, sondern eine Kampagne geworden, an der jetzt auch aktiv gearbeitet wird und jetzt auch aktiv vorangetrieben wird. Die Kampagne heißt Ihr repräsentiert uns nicht und richtet sich eben gegen die Politik. Kurz genannt auf das praktische Heiland. Im Internet auch schon zu finden unter dem Hashtag, also einem Nummernzeichen beim IRAM. Die offizielle Seite ist gerade im Aufbau. Die Kampagne ist so ausgerichtet, also es sie wendet sich dann erst einmal an die Bevölkerung, die eben wie hier auch eben sich nicht mehr von der Politik repräsentiert fühlt und sich eben misst. Repräsentiert wird. Egal ob jetzt in Sachen Geld, Energie, bei regionalen Lokalkassen wie Straßenausbau und ähnliches. Die Kampagne fängt vor der Wahl 2009 zum Beispiel, die CDU mit einem Einkommensteuersatz wollte sie
zwei Schritten auf 12% senken. Die SPD wollte da auf 10% runter, ist aber aktuell immer noch bei 14% wie 2009. Also da gibt es x Beispiele, die man nennen kann und die auch relativ rechtfertigen. Wie gesagt, die Aktion findet bereits statt in einzelnen Städten und zieht im Juli weiter vor die jeweiligen Landesparlamente, um dort eben auch nochmal ein klares Zeichen zu setzen. Und findet dann im September ihr großes Ziel dann in Berlin. Und zwar am 21. und 22. und am Tag der Bundestagswahl wird sich dann in Berlin versammelt, um eben klarzumachen, dass wir von diesem Demokratiesystem uns nicht mehr wiedergegeben, also sprich, wir uns nicht wiederfinden. Ähnlich wie die Spanier, die am 25. September Occupy del Congreso inszeniert haben und dort eben sich in Madrid versammelt haben, um das Parlament zu umstellen und den Kongress zu umstellen. Und ob wir jetzt die gleichen zahlenmäßig genauso groß werden oder nicht, das liegt jetzt auch gar nicht der Schwerpunkt drauf, sondern es geht eher darum, eine wirkliche Struktur zu schaffen, die sich eben für Alternativen einsetzt. Kannst du vielleicht gerade noch einen Satz dazu sagen, wer ihr seid, also wer die Gruppe ist, die das organisiert? Es gibt keine Gruppe dazu, denn wir haben uns jetzt zusammengefunden. Das sind ehemalige Occupier, einzelne Leute, die bei Occupy aktiv waren. Ich kam jetzt vom Global Change zum Beispiel. Also da gibt es jetzt so keine Gruppe, die vorher bestand und auf einmal da ist, sondern es sind eben Aktive, die sich dafür nicht mehr repräsentiert fühlen und deswegen eben etwas gerade im Wahljahr dagegen machen wollen. Oder darauf aufmerksam machen. Für den Zweck habt ihr euch zusammengeschlossen. Genau. Das eben so. Genau. Ja, das war jetzt nur so der Part für die Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, an dieser Wahl nicht teilnehmen und auch von diesem ganzen Parteigedöns nichts halten. Andererseits wendet sich, ihr repräsentiert euch nicht, aber auch an die Menschen, die in Parteien sind. Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich CDU-Parteigänger wäre, würden mich so Sachen wie Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht und die Homo-Ehe auf die Palme treiben. Wenn ich SPD-Mitglied wäre, würden mich Sachen wie die Agenda 2010, wie das die Geschichte mit der Rente, wie das Nicht-Einhalten der Versprechung der Schaffung oder der, sag ich mal, Verbesserung des, wie heißt es noch, Betriebsverfassungsgesetze, wo die Betriebsräte eigentlich gestärkt werden sollten, das würde mich als SPD-Mitglied enttäuschen. Als FDPler würde ich sagen, es ist viel zu wenig Public-Private-Partnership. Die Steuersätze sind viel zu hoch. Wir müssen viel mehr privatisieren. Da haben wir versagt. Als Linker muss ich mir dann vielleicht auch die Frage stellen, was ich in den Regierungskoalitionen, insbesondere in Berlin mit dem Flughafen BER zu tun habe, ob ich das noch vertreten kann als Linker und so weiter, als Grüner, Zustimmung zu Agenda 2010, Zustimmung zu den Sicherheitsgesetzen, mit Entsendung von Soldaten, Befürwortung von Kriegseinsätzen, also wo einfach die Parteien ihre Ideale über Bord geworfen haben. Und mich würde es freuen, zum Beispiel mit jemandem von der CDU über die Asylpolitik zu reden, aufgrund einer christlichen Ethik, wie zum Beispiel der Bergpredigt. Ja? Also das ist, stelle ich mir dann so insgesamt spannender vor. Das waren jetzt sozusagen die Parteien, aber es gibt auch ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gehen wirklich wählen. Es werden Betriebsräte gewählt, es werden Elternvertreter gewählt, es gibt kommunale Elternvertretung, Landeselternvertretung, auch Betriebsräte. Und ich frage mich da an dem Punkt, wo werden die repräsentiert, wenn es um Entscheidungen in Bildung, Erziehung oder ums Arbeitsrecht geht? Da sieht man diese Leute nicht. Ja, also die sind zwar gewählt, aber die sind, haben keinerlei Einfluss oder ähnliches, wenn man jetzt nicht Gewerkschaftsboss ist oder so, aber auch die haben ja, wie allen bekannt sein sollte, mit Rot und Grün gemeinsam.
unterstützt oder flankiert. Das war also so der Teil für die Leute, die wählen gehen. Ja. Also es gibt von Iran jetzt keine einheitliche Empfehlung, wählen zu gehen, die Partei zu wählen oder ungültig zu wählen. Das soll halt jeder so tun, wie es... Ich warte auf soll halt eben die Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, ermutigen, einfach sich öffentlich kundzutun gemäß ihres Informationsstandes. Das ist eben so ein bisschen die Sache, warum ich mich als Livestreamer von Castor TV auch daran beteilige, weil ich auch sage, unsere Medien repräsentieren uns nicht. Ja, da denke ich einfach mal so an die was gerade gesagt wurde, die Umzingelung des spanischen Parlamentes, ja, da waren laut Tagesschau einige Tausend, das waren aber 100.000. Ja, da gab es für den zweitgrößten Shitstorm in der Geschichte der ARD, da wurde auch so losgetreten und das zeigt eigentlich, dass viele Menschen doch Interesse haben, Politik auch aktiv mitzugestalten, aber sie wissen nicht wo. Ja. Ein weiterer Aspekt auch noch, was auch noch mit einfließt, ist halt eben, dieses Mehrheitswahlrecht, das sind keine Konsensentscheidungen, sondern es ist ein Mehrheitswahlrecht und der Verlierer hat eben verloren. Und wenn es 49% sind. Und das ist so das Großkonzept, sage ich mal. Und das ist nicht vorgegeben, auf jeden Fall erweiterungsfähig und jede Iran-Gruppe in jedem Ort macht das auch so, wie sie es für richtig hält. Es gibt keinen Obersten oder es gibt keinen Gremium, was jetzt beschließt, das ist jetzt noch konform oder das nicht mehr. Weil dann wäre es auch wieder nur eine neue Partei und nichts anderes. Das war soweit mein Statement dazu. Das Problem ist natürlich, wenn Menschen sich austauschen wollen, wo wollen sie sich treffen? Sollen es in Bürgerforen stattfinden? Haben wir sowas? Haben wir nicht. Unser Bundespräsident hat neulich in einer Europarede sehr lobend erwähnt, dass man ja sowas braucht wie Bürgerforen oder so. Ich weiß nicht, inwieweit das hier so bekannt ist. Es gibt ein Bürgerforum, und zwar an einer sehr prominenten Stelle. Und zwar hier ist das Bundeskanzleramt, auch Waschmaschine genannt, wegen der Bauformen. Und hier ist das Abgeordnetenhaus. Ich sag mal nicht, was ich dazu sonst sage. Und dazwischen ist eine Freifläche, die ist mit Runden bebaut. Und da sollte, das Ensemble heißt Band des Bundes, dafür fand ein Architekturwettbewerb statt. Und da sollte ein allerdings nur repräsentatives Bürgerforum sein. Das war geplant und beschlossen von allen Parteien des Bundestages, wurde aber aus Kostengründen nicht gebaut. Ja. Idee dieses Architekturentwurfs war, dieses symbolische Forum eben zwischen diesen beiden wichtigen Gremien unserer Demokratie zu stellen, um zu symbolisieren, hier geht nichts am Volk vorbei. Wo das Volk ist, sieht man. Das haben einige Aktivisten damals den Platz kurzzeitig besetzt, das ist in 4 Stunden gelungen, danach kam die Polizei und hat sie abgeräumt. Da half es auch nicht, sich auf den Schirmherrn des Forums Helmut Kohl zu berufen. Nö, das spielt alles keine Rolle mehr. Ich schätze mal, 3 bis 4 Millionen waren damals angesetzt für dieses Bürgerforum. Das sollte halt ein riesiges architektonisches, auch noch gut gestaltet sein mit einzelnen Containern, die man wie Module dann zu großen Veranstaltungsräumen zusammensetzen kann. Also, wen das interessiert, im Internet einfach mal Band des Bundes eingeben und da ist man sehr erstaunt, wie weit, wie fortschrittlich das war, die Planung und was am Ende dabei rausgekommen ist. Denn dort ein repräsentatives Bürgerforum zu errichten, hätte ja bedeutet, dass der Bürgerstream, wo ist denn das jetzt mein Stadtteil, wo ist das in meinem Team, wo können wir uns treffen jetzt in den Wohnvierteln, ja, wo haben wir überhaupt Worte? Okay, das reicht jetzt. Ja, ganz am Ende. Aber vielen Dank. Okay. Stadt im Wandel oder Übergang. Und zwar geht es darum, dass Menschen sich vor Ort zusammentun,
und anfangen zu handeln. Und zwar in dem Sinne, möglichst energiebewusst zu leben und die Wirtschaft wieder mehr in den Ort reinzuholen, sich zu vernetzen, alles wieder überschaubarer zu machen und dabei auch mehr Widerstandsfähigkeit zu erreichen gegenüber Veränderungen von außen. Wir haben heute Nico Pechke gehört, das passt sehr gut zu seiner Postwachstumsökonomie. Er hat einiges davon auch angesprochen. Und diese Transition-Initiativen verkörpern vieles davon. Entstanden in England oder Irland von dem Begründer Rob Hopkins und im Jahr 2005. Seit 2006 breiten sich die Initiativen weltweit aus. Im deutschsprachigen Raum gibt es zurzeit über 100 schon. Was wird da gemacht? Es werden zum Beispiel Gemeinschaftsgärten angelegt, auf öffentlichen Flächen. Es wird, oder auch auf Barflächen, aber es wird der öffentliche Raum in den Städten und Kommunen wird von Bürgern gestaltet. Gemeinschaftsgärten sind auch wirklich zur Nahrungsversorgung, als Kontaktraum, als Bildungsort, wenn man zum Beispiel mit Schulen, Kindergärten und so weiter zusammenarbeitet, interkulturell. Das ist so eins der Projekte dieser Bewegung. Geld spielt auch eine Rolle. Regionale Währungen werden auch oft so als ein zweiter Schritt anvisiert und umgesetzt. Dazu gehören aber alle anderen Aktivitäten zur Nachhaltigkeit. Es sind eigentlich Nachhaltigkeitsinitiativen oder Energiewende-Initiativen, aber eben von unten kommend und wirklich direkt gestaltend. Also man muss nicht, wie Nico Pech auch schon sagte, man muss nicht gegen etwas kämpfen, man muss nichts anderes demontieren, sondern wir bauen einfach das auf, was wir gut finden, wie wir leben wollen, und es hat offensichtlich einen ansprechenden Effekt. Wir haben vor einem Jahr in Essen damit begonnen, haben natürlich als erstes dann geguckt, ja, wir müssen an Flächen rankommen, dass wir auch Gärten anlegen können. Das ist wahrscheinlich das einfachste Projekt, weil das mit Tun gleich angefangen werden kann, während andere Projekte, da muss man erstmal informieren und jemand da so eine Aktion zusammen hat, das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ja, und dann haben wir den Kontakt zur Stadt vermittelt worden. Und wir haben uns auch vorbereitet, da kämpfen zu müssen. Also wir wollen das gute Konzept vorlegen zu müssen, damit wir eine Chance haben, dass uns eine öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt wird. Das Gegenteil war der Fall. Es wurde die Person vom Grünflächenamt, die mit uns dann in Kontakt trat, war sichtlich erfreut, dass Bürger kommen und etwas gestalten wollen. Der war richtig begeistert. Wir werden jetzt in diesem Monat in dem einen Gartenstück, zukünftigen Gartenstück, den ersten Spatenstich machen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das Vertrag hier geregelt haben. Wir haben einen Pflegevertrag oder Patenschaftsvertrag, also dass wir gar nicht dafür zahlen oder so, sondern dass wir das ja zum Gemeinwohl ja nutzen. Und die Begeisterung hat sich regelrecht gesteigert. Derjenige von der Stadt sagt, ich darf doch sagen, unser Projekt. Und der sagt, er hat das schon bei so vielen verteidigt, also so viele Bedenkenträger, von wegen, dass da was zerstört wird oder was machen wir dann und so weiter. Also das ist so ein gutes Gefühl zu spüren, dass es gewollt ist und auch was zu sehen, dass gar nicht so viel Widerstand und so ist, im Gegenteil. Es ist an der Zeit, dass wir von der Basis her etwas tun. Ja, das finde ich sehr ermutigend und das würde ich Ihnen gerne weitergeben. Eine Kontaktadresse im Internet kann man unter www.transition-initiativen.de in Kontakt finden. Da sind alle deutschsprachigen Initiativen aufgeführt. Da kann man sehen, was in den einzelnen Orten schon gemacht wird. -Initiativen. Das Gemeinschaftliche ist da wichtig, der Vernetzungsaspekt ist wichtig, die Nachhaltigkeit ist wichtig
ja, also im Grunde alles, was wir hier auch, was uns hier auch bewegt, und es hängt alles miteinander zusammen. Und das Schöne an dieser Transition-Bewegung ist für mich eben, dass da eigentlich alle Belange Platz haben. Und dass das nicht nur so eine Sache ist, die, mit der man sich da beschäftigt, sondern ganz im Gegenteil, es wird der Kontakt zu allen bestehenden Initiativen gesucht. Und nicht nur das, sondern auch zur Kommune. Und es ist wirklich im Sinn der Sache, mit anderen Initiativen, mit der Kommune zusammenzuarbeiten. Also Konzepte zu entwickeln und die Kommune auch dafür zu gewinnen, das umzusetzen. Und es scheint doch an einigen Punkten ganz schön positiv zu laufen. So, einen tollen Film dazu. Ja, der ist jetzt, ja, geht jetzt, macht jetzt die Runde. Ab Ende März offiziell. Ne? Ja, Moment, der Film heißt Vision of Transition. Und da geht es unter anderem um Landwirtschaft auch. Ein Umbau der Landwirtschaft. Hoffnung machen dafür. Ja. Ja, in jedem Fall. Ganz kurz die Frage, möchte du oder die vielleicht noch was vorstellen? Ja, solidarisch, basisökonomisch, gewaltfrei und sozial, dass diese Grundwerte in deren Satzung dann verankert waren. Und haben überlegt, was machen wir? Also sind wir aus dem politischen Salon dazu gekommen, vielleicht eine politische Vereinigung zu gründen. Das haben wir auch getan mit dem Namen Bündnis für die Zukunft, genau einen Monat vor 9/11, am 11. August 2001, und waren auch politische Vereinigung bis 2008. Seitdem sind wir noch mit ein paar Leuten immer noch Initiative und geben im Jahr 2 bis 3 offene Briefe heraus, melden uns einen Nachbarn des Bundestages, einen Bundesrat und öffentliche Personen, die wir andere Stellungnahmen haben. Da beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftssystem, dem Lebenssystem und den Möglichkeiten, die Funktionen des Systems und dem Militär abzusichern und sehen dort Zusammenhänge. Das ist Militär, sie in den USA auch dafür da sind, einfach das aufrechterhalten, dessen, dass die Leute weiterhin daran glauben, dass man mit dem Papiergeld, das sie ausgeben, wo kein Wert mehr entsteht,
einfach Geld oder Waren kaufen kann. Dass dieses System an seine Grenzen stößt, dass die Verschuldung weltweit, USA glaube ich 16 Billionen mittlerweile, wovon die Verdopplung in den letzten 7 Jahren stattgefunden hat, einfach sagt, dass dieses System sich selber eben aufhängt, weil Forderungen bestehen, die aus schuldenfinanziertem Wachstum herrühren, eben aus der Selbstvermehrung des Geldes über den Zins, über den Zinseszins, das Geld selber zur Ware geworden war. Versuchen wir auf den Zusammenhang hinzuweisen und wollen noch angelehnt an die Grundideen der Freiwirtschaft, der Geldreform, auch darüber hinaus auf die Umverteilungsfunktion des Geldes hinweisen und auf die Umlaufsicherung des Geldes. Diese beiden Funktionen werden wichtig, damit das Geld uns dient und dazu da ist, eben den Transfer zwischen Waren und Dienstleistungen zu sichern und nicht selber Ware zu sein. Und da eben über die Spekulation zum einen, weil durch die Zinseszinseffekte so viel Geld auf den Markt gekommen ist, dass man damit sich leisten kann zu spekulieren. Wir einfach, ja wie gesagt, seit dem 11. August 2001 das zum Hauptthema gemacht haben. Und da bin ich Initiative mit dem Namen Bündnis für die Zukunft und würde gerne dazu auch ein paar Zettel nachher verteilen, den lege ich hier aus, dann können wir informieren, ob wir vielleicht diese Initiative unterstützen wollen. Wir wollen eigentlich keine Partei mehr werden, aber wissen aber gleichzeitig, dass wir darauf hoffen, dass wenn wir das System verändern wollen, damit keine Alternative haben, wir schon gerne natürlich die Instrumente des Systems nutzen wollen. Sei es eben die Exekutive eben über die Wahlen, die gesetzgebende Gewalt schon über die Wahlen wieder etablieren wollen, nur nicht auf die Art und Weise, dass Leute, die mit 44% an Wahlen beteiligen, letztendlich eine Partei, die mit den Stimmen von 18% der Wähler vertritt, die Politik machen kann. Die Frage, es gibt außerparlamentarische Bewegungen, die das wollen, wie zum Beispiel direkte Demokratie und die Omnibusbewegung, die zum Beispiel auch auf den Artikel 20, dass man eben Volksbegehren und eben Volksabstimmungen initiieren muss auf Bundesebene. In den Ländern gibt es hier schon, nur es gibt die CDU und andere, die seit Jahren verhindern, dass eben dieses Gesetz auf Bundesebene erlaubt wird. Ich schließe mich den Bewegungen von Omnibus und Demokratie und direkte Demokratie an. Ich möchte aber auch selber mit der Friedensbewegung, die Friedensbewegung anstoßen, ob die vielleicht Interesse hat, zu dem Thema Artikel 20, der Bürgerbefragung und Bürgerbewegung und Bürgerentscheid auf Bundesebene, zum einen, aber auch dazu, dass man nicht nur die Waffenherstellung gibt, Wandel und Zivilprodukte, sondern eben auch die Bundeswehr selber natürlich ein bisschen zu verwandeln, anzustoßen, eventuell vorantreiben. Und dazu habe ich unabhängig von der Initiative eine Initiative gegründet mit ein paar Leuten, wo wir auch bekannte Namen schon unterzeichnet haben, wie Eugen Drebermann oder eben auch das Bildsbüro Hannover, die von Karl Münster, kein Militär mehr, die Konversion nicht mehr der Waffen, sondern auch der Bundeswehr zu fordern. Zwei Sachen, Bündnis für die Zukunft und eben die Initiative kein Militär mehr. Die Koalition würde ich gerne auslegen und würde ich mich gerne wünschen, wenn die von euch weitergemacht werden. Das wär's. Genossenschaften, die noch wissen, was also dass sie halt nicht,
ist, Ihr Ziel ist nicht die Profitmaximierung oder Gewinnstreben, sondern die Förderung der Mitglieder. Die sind demokratisch organisiert und das Ziel ist also nicht nur von den Genossen, sondern auch anderen Initiativen, dass Wirtschaften dazu dienen sollen, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und es gibt eine ganze also Reihe von solchen Initiativen. In der Geschichte sind sie entstanden Ende des 19. Die Sozialdemokratie, die inzwischen entstanden war, hat auch erkannt, dass das was Gutes war und es gab sogar die Genossenschaft, also ausgehend von den Konsumgenossenschaften, haben diese Konsumgenossenschaften dann auch Bäckereien gegründet oder sogar eine Werft gehörte auf einmal eine Genossenschaft. Jedenfalls, also diese ganze Aktivitäten sind nach dem Krieg, also ich mache einen großen Sprung, nach dem Krieg sind sie eingeschlafen, weil es dann ab 50er Jahre, 60er Jahre gab es eben diese eine Sozialdemokratie, die Gewerkschaften, eine soziale Gesetzgebung, deswegen wurden alle diese Aktivitäten der Selbsthilfe, der Selbstorganisation mehr oder weniger überflüssig. Und in den 80er Jahren oder gab es eine neue Phase, weil also inzwischen hat der Staat, die Staaten allgemein im Zuge der Doktrin, der Neoliberalismus, haben die Staaten angefangen, sich selbst praktisch zu reduzieren, den Sozialstaat abzuschaffen. Und deswegen ist es ja heute wieder wichtig, sich selbst zu organisieren. Und es gab eine starke Bewegung, es gibt immer noch eine starke Bewegung, eine starke Initiative der solidarischen Ökonomie in Lateinamerika. Zum Beispiel in Argentinien 2001 haben die Menschen, es gab eine Krise, Argentinien hat praktisch Konkurs angemeldet, die Fabriken wurden alle geschlossen, die Arbeiter haben die Fabriken besetzt und sie weitergeführt, weil das ging darum, tatsächlich Dinge zu produzieren, die Menschen brauchen oder auch ihre Arbeitsplätze zu retten. Und in der Brasilien gibt es eine starke Bewegung, eine so starke Bewegung der solidarischen Ökonomie, also zum Beispiel der Müllsammler, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es gibt viele Kooperative oder Gruppen, die sich selbst helfen und ihr Leben organisieren, ihre Wirtschaft organisieren, zusammen wirtschaften, um zu überleben. So sehr, dass es inzwischen mit Lula da Silva sogar ein Staatssekretariat für solidarische Ökonomie eingerichtet worden ist. Ja, in Europa gibt es auch eine starke Tradition in gewissen Ländern stärker als woanders. Und was ich sagen wollte, was wir jetzt machen, also wir, bedeutet, also wir haben ein Teil ist eine Arbeitsgruppe Solidarische Ökonomie bei ATTAC, aber wir haben auch einen Verein gegründet, um unabhängig zu sein, der nennt sich Netzwerk Solidarische Ökonomie, Initiative Netzwerk Solidarische Ökonomie, denn wir wollten eigentlich ein Netzwerk Solidarische Ökonomie gründen, also ermöglichen. Wir werden den Namen aber ändern in Forum Solidarische Ökonomie. Also wir wollen 2014 einen Kongress Solidarische Ökonomie in Berlin organisieren. Und zwar gab es schon einen ersten Kongress in Berlin, Ende 2006. Das ist ein Forum, wo diese Initiativen sich vorstellen können, sie vernetzen können, kennenlernen und auch sichtbar machen können. Also wo man sehen kann, was man alles selbst organisieren kann von der solidarischen Landwirtschaft, also Zusammenarbeit, direkte Zusammenarbeit mit den Biobauern vor Ort in der Region, zu den Wohnprojekten, zu
Energiegenossenschaften und alle sonstige andere Formen, also Kollektive, in Berlin gibt es eine Reihe von Kollektiven, die noch in den Ende der 70er, in den 80er Jahren entstanden sind und die es immer noch gibt, wie zum Beispiel Oktoberdruck oder andere kleinere Regenbogenfabrik oder eine Reihe von anderen, aber in vielen Ländern gibt es eine ganze Reihe von diesen Dingen, die, von denen man nie was hört. Zum Beispiel in Mondragon, im Baskenland, gibt es eine ganze Region, das ist entstanden in den 50er Jahren als eine Genossenschaft, die zuerst praktisch Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen hat für die Kinder der Arbeiter, die keine sonstige Ausbildungsmöglichkeiten hatten. Und dann haben sie angefangen, weil sie nirgends untergekommen sind, haben sie angefangen, eine eigene Fabrik zu gründen. Also sie haben eine eigene Fabrik gegründet und ich glaube, also Haushaltsgeräte hergestellt und dann haben sie eine Schule gebaut und dann haben sie sogar eine Universität jetzt inzwischen. Sie haben eine ganze Palette von Genossenschaften und die ganze Region ist damit praktisch organisiert und das funktioniert so, trotz der Krise. Ich kann nicht mehr. Also, aber schon ganz toll. Also, ich kann es ja schon eigentlich. Also, wenn du das noch vielleicht hier hinschreiben. Die Homepage, ja. Das wäre super. Okay. Oder vielleicht noch Kongress 2015. Ach so, ja. Einer Bürgerenergiegenossenschaft und wir haben reichlich Dächer angemietet, Photovoltaikanlagen gebaut und. Das machen wir im Raum Ende vom Ruhrkreis von Hagen und deswegen bin ich nicht hier. Mein Anliegen ist eigentlich ein anderes. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das zwar schön und gut ist, was wir da machen mit dem Klimaschutz und dass es schön und gut ist, wenn wir uns die Alternativen zum Geld kümmern, dass es schön und gut ist, wenn wir uns darum kümmern, wie man arm und reich, dass die Schere nicht weiter auseinander geht, Biodiversität und all die Dinge, die ganzen Problemfelder, die wir haben, müssen wir nicht alle aufzählen. Das hängt aber nach meinem Empfinden eben im Wesentlichen daran, dass wir von den gemeinnützig orientierten Einflussnahmemöglichkeiten auf Politik und Medien eigentlich so viel Kraft haben, während die eigennutzorientierten Einflussnahmen eben halt so eine Kraft haben. So, und damit, da hängen wir alle dran mit unseren Projekten in irgendeiner Art und Weise. Und da meine ich, macht es Sinn, dafür sich erstmal darüber Gedanken zu machen, wie kann man diese Einflussnahmen eigentlich verändern, wie müssten die Maßnahmen denn aussehen, die Lösungsansätze dafür, damit das geändert werden kann und dann natürlich darüber hinaus auch, wie kann man das dann umsetzen. Und jetzt ist es nicht so, als wenn auch nicht da schon reichlich was unterwegs ist. Mehr Demokratie ist da schon seit Jahrzehnten unterwegs mit dem Volksentscheid. Und es gibt auch schon mit Lobbykontrolle und Abgeordnetenwatch weitere Organisationen. Und die haben auch, zumindest mein Kenntnisstand hier und da, schon konkrete Vorstellungen auch entwickelt, wie es eigentlich sein könnte oder sein sollte. Wie zum Beispiel, dass wenn ein Politiker in Führungspositionen aufhört und dann wechselt direkt in die Wirtschaft, dass es da eine Karenzzeit geben soll und. Mein Anliegen ist eigentlich, diese ganzen Ideen und weitere komplett zusammenzustellen
und Anlage irgendwo aufs Dach kriegen, aber es nutzt allen. Das heißt, wenn wir da auf alle zugehen, mit der Zeit, das geht auch nicht von heute auf morgen, und ich sehe das auch so, dass das jetzt nicht was ist, ne, als eine Kampagne, die im September fertig ist oder sowas, das ist schon was, was über Jahre geht, und nach meinem Empfinden vielleicht werden erste Erfolge dort möglich im Jahr 2017, also zur nächsten Bundestagswahl. Das Ganze muss vernünftig aufgebaut werden. So, und da hätte ich hier und heute vielleicht Interesse daran, wenn noch weitere Ideen kommen, wie denn diese Regeln aussehen sollten für die Medien und für die Politik. Und nur diese in diesem Bereich. Ja, und wenn vielleicht hier und da noch Ideen entstehen, wie man das denn dann im Anschluss auch umsetzen könnte. Ich habe noch gar keinen richtigen Gedanken gemacht, wie das denn aussieht oder was für eine Überschrift das hat. Und es hat auch noch gar keine Logik und nichts. Ich nenne es einfach mal Lösungsansätze, Lobbyismus, um da irgendwie eine Überschrift zu haben. Sie können ja auch Ihre E-Mail-Adresse sagen. Genau. Ja. Die sogenannte Bodenreform, für die sich Gesell auch eingesetzt hat, hat ja eine sehr einfache Grundidee. Nämlich, die ganze Erde gehört eigentlich der ganzen Menschheit. Der Einzelne kriegt Nutzungsrechte gegen das Entgelt. Und das, was dadurch, durch diese Vergabe der Nutzungsrechte in die Gemeinschaft kommt, wird gleichmäßig an alle Menschen verteilt. Dann hat jeder, der eine Durchschnittsnutzung der natürlichen Ressourcen nur in Anspruch nimmt, hat die im Ergebnis kostenlos, weil er mit dem, was er als Nutzungsentgelt bezahlen muss, sich dieselben wieder finanzieren kann. Also der Gedanke, der große Gedanke, der ganzen Menschheit gehört die ganze Erde. So, das ist global gedacht, das ist ein großes Ziel, aber es gibt einen ganz kleinen und wichtigen Schritt, diesem Ziel näher zu kommen, und das ist die Initiative, auf die ich hinweisen will, die von Herrn Professor Löhr vor kurzem ins Leben gerufen wurde, nämlich die Grundsteuer in Deutschland, die sich auf Boden und Gebäude als Bemessungsgrundlage bezieht. Die ist in ihrer heutigen Form auch laut Bundesfinanzhof verfassungswidrig. Also da wird, ist die Politik im Zugzwang, eine neue Grundsteuer zu erfinden. Denn das Aufkommen kommt den Gemeinden zu, das kann ihnen nicht so ohne weiteres genommen werden. Man muss eine neue Grundsteuer erfinden. Da gucken jetzt die Länderfinanzminister seit über 10 Jahren da dran rum, und der Zeitpunkt wird jetzt sehr groß. Denn wenn es erstmal ganz verfassungswidrig ist, dann bleiben irgendwann die Einnahmen weg. Die müssen also was tun. Im Sinne der ursprünglich der anfangs geschilderten Bodenreformbewegung oder Bodenreformidee wäre es, wenn das Gebäude als Bauwerk, als Arbeitsprodukt aus der Besteuerung herausfällt und das dadurch frei werdende Volumen dem reinen Boden umso mehr angelastet wird. Das heißt, der Boden wird etwas höher besteuert und die Häuser werden aus der Besteuerung rausgenommen. Für die Kommunen kommt jedenfalls im ersten Schritt das Gleiche in etwa heraus. Es wird also aufkommensneutral gestellt. Ist wichtig, dass man sozusagen mit dieser Strukturreform nicht gleichzeitig eine Erhöhung oder was verbindet, sondern das Problem möglichst isoliert, auf das es jetzt im Augenblick ankommt, nämlich diese Steuer in die richtige Struktur zu bringen. Und dann hätte sie sozusagen die Struktur, in der dann nur noch in Anführungsstrichen eine Erhöhung auf 100% des Bodenwerts notwendig wäre, um dem Boden, der heute ein Privileg ist, die Rente zu entziehen, damit er nur noch ein Nutzungsrecht wird. Das ist jetzt vielleicht zu knapp, um es ganz zu verstehen, aber es wäre jedenfalls eine Struktur, in der derjenige, der den Boden nutzt, letztlich den ökonomischen Gegenwert an die Gemeinschaft abgibt. Dafür gibt es eine Homepage, Computerinitiative oder wie man sagt, bin da auch nicht so der Fachmann. Also man kann virtuell unterzeichnen, und es gilt in dem Fall jetzt, da geht es darum, möglichst viel
ja, Unterschriften zu sammeln, um den Finanzministern zu zeigen, also Leute, ihr könnt nicht gerade nur so machen, wie ihr wollt, und irgendwas uns präsentieren, das wird von der Öffentlichkeit sehr wach verfolgt. Die Finanzminister und die meisten, 90% derer, die sich jetzt für die Grundsteuer interessieren, haben natürlich keine Ahnung von den weltweiten Aspekten, die durch die Grundreformbewegung damit verbunden werden können. Aber es gibt genug Aspekte, Argumente innerhalb von deren Horizont, die für diese Umwandlung sprechen. Ich sage mal nur, wenn das Bauwerk entlastet wird und der Boden mehr belastet wird, treibt das den Boden in die Nutzung. Den zur Nutzung ausgewiesenen Bauboden treibt es in die Bebauung hinein und der Boden, wenn das nicht genutzt wird, muss die Gemeinde an anderer Stelle die Landschaft zersiedeln und neuen Bauboden ausweisen. Und da ist ja wichtiger, dass erstmal Innenentwicklung stattfindet, bevor man Außenentwicklung macht. Auch Bürgermeister, das haben wir einen, den habe ich da mal angerufen, weil ich ihn kannte, der hat sofort, konnte der aus seiner Praxis alle Argumente, die in dem engeren Horizont sozusagen für diese Umwandlung der Grundsteuer sprechen, die hatte der sofort. Er sagt, bei uns in der Gemeinde gilt der Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wir weisen kein neues Bauwerk mehr auf, was ja auch immer mit Gerechtigkeitsproblemen verbunden ist, weil der Umwandlung von Acker zu Bauland ja meistens das ertragreichste, die ertragreichste Form der landwirtschaftlichen Tätigkeit ist. Ja, ich möchte Fortfolge, ja. Also ich schreibe das gerne mal an, ich muss es aus der Erinnerung sagen, aber ich habe auch gerne was fixiert. Ein ganz kleiner Nachfrage. Das ist ein Komplex, dass die Gebäude aus der Besteuerung rausnehmen und dafür den Boden höher besteuern. Um zu mehr belasten, ja. Und das betrifft natürlich, dann besonders die unbebauten, gehorteten Grundstücke, bei denen keine Entlastung zuteil wird, weil sie ja keinen Bau haben, die werden also nur mehr belastet. Während der Mietwohnungsbau zum Beispiel, wo sehr viel Gebäude auf wenig Boden steht, wir haben unterm Strich bei Aufkommensneutralität eine Verbesserung, weil sie mit viel Bau entlastet werden und wenig Bau, wenig Boden mehr belastet wird. Also da eben auf der Homepage da von dieser Initiative sind auch die Argumente noch ganz schön aufgeführt. So, ganz kurz, wie Sie gemerkt haben, sind wir mit der Session schon fortgeschritten und wir schaffen es jetzt leider nicht mehr, diese kleinen Tische zu machen, weil da haben wir eigentlich auch gar nicht mehr, also eigentlich gar keine Zeit mehr, wobei wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit, würde ich sagen, für Ihr Projekt. Genau, erlebt für euch. Trotzdem schön, dass Sie alle da waren, auch wenn es jetzt nicht zu einem direkten Austausch gekommen ist. Ich hoffe, Sie können uns da trotzdem auch schon mal viel was mitnehmen. Genau, und ich stelle jetzt noch ganz kurz den Vertreter jetzt mal hier, den Fabian Hanefort, den Sie vielleicht auch kennengelernt haben, auch Mithelfer hier von GCN. Der hat den Berliner Energietisch mit initiiert und ist da jetzt aktiv, wenn ich das jetzt gerade gehört habe. Dabei geht es darum, dass es für das Volksbegehren Berliner Energietisch eben Unterschriften gesammelt werden vom 10. bis zum 29. Mai in Berlin. Berlin Energietisch hat zum Ziel, dass das Energienetz in Berlin weg vom Wasserfall zurück in die öffentliche Hand gegeben wird und am besten in das demokratisch kontrollierte Stadtwerk zu führen ist und aus 100% erneuerbaren regionalen Energien stammen soll. Genau, und dafür machen die eben von 10. bis zum 29. Mai diese Aktion, wo also ein Camp, zu dem ca. 100 Menschen kommen aus ganz Deutschland. Dabei gibt es Unterkunft und Verpflegung. Fahrtkosten können zurückgestattet werden und es gibt ganz viele Gemeinschaftsevents im Camp und es soll ganz schön sein. Und genau, dafür kann man Fabian Hanefort kontaktieren und sich daran beteiligen. Also letztendlich wird es bei diesem Camp dann gehen, dass man mit den Leuten auf die Straße geht, andere Leute informiert und unterschreibt. Ich fange schon an. Ich bin Elisabeth Meyer-Renschhausen von der Arbeitsgruppe Kleines Landwirtschaft und Gärten. Und unser neuestes Projekt ist das Allmende-Kontur auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem ehemaligen Flughafen in Berlin. Wir haben in Berlin ja mittlerweile, also setzen uns seit 1998 ein für Kleines Landwirtschaft und Gärten in Stadt und Land.
Und deswegen, ich habe das unterschrieben von dem Thomas Löhr, aber ich hätte gerne eine sehr lange Debatte darüber, ob solche Initiativen nicht verhindern, Pflanzenlandwirtschaft von Gärten in den Städten. Das muss man sozusagen ganz genau diskutieren, weil wir sind als Arbeitsgruppe Pflanzenlandwirtschaft auch nach New York eingeladen und da habe ich gesehen, wie die Grund- und Bodenbesteuerung in den nordamerikanischen Städten zu fürchterlichen Ghettoentwicklungen geführt haben. Also ich denke, da steht eine Forschung an, weil, wie wir wissen, die Bodenreform ist im Westen ein Tabuthema gewesen seit 1945, aufgrund der Bodenreform sozusagen Marke Ost, die ja nun nicht eigentlich eine wirklich ernsthaft gemeinte Bodenreform, sondern irgendwie wollte Parteireform, Parteigänger wählen und Kurzum, als Arbeitsgruppe Kleines Landwirtschaft, als ein Wendekontor stehen wir da to reclaim the commons. Die brachen in der Stadt für eine grüne, wohnungsnahe Bewirtschaftung im Sinne auf die Transition Town das aufgenommen hat, zurückzufordern. Wir finden, dass entsprechend den Initiativen gleich vor und nach dem Ersten Weltkrieg jeder, der es möchte, das Recht haben soll auf Landwirtschaft in der Stadt. Die beste neue Form sind Gemeinschaftsgärten. Aber auch Kleingärten sind nicht zu verachten zum Kartoffelanbau. Auch in Kleingartenkolonien können sich Gruppen bilden und sind es auch immer mehr, dass studentische und junge Leute ganz als Grüppchen einen Kleingarten übernehmen. Und wir finden, dass entsprechend auch wie Nico Pech vorhin gesagt hat, also ein Standbein muss sein, auch in den auch sozusagen, um sich gewappnet zu fühlen für die kommenden Krisen, die Möglichkeit für alle, die es gerne möchten, die es wollen, die es können, in ihrer wohnungsnahen Umgebung zumindest einen Gemüsegarten führen zu können. Und wir müssen eine solche Bodenpolitik machen, die das auch ermöglicht, unterstützt und nicht verhindert. Also das heißt, es ist viel komplizierter noch. Ich bin unbedingt dafür, immer Vertreterin, seitdem ich sozusagen bei Werner Hocken-Bohnsack und der ganzen Gruppe die Bodenfrage sozusagen kennengelernt habe, vertreten wir die seit ungefähr 15 Jahren. Aber, und ich bin auch froh, dass die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mittlerweile auch kapiert hat und sicher auch Mecklenburg also sehr eingesetzt hat und mittlerweile auch die Frage klar hat, auch weltweit. Man muss eigentlich die Bodenfrage versuchen, aus den Städten des Südens zu sehen und überhaupt nicht her, und bevor man versteht, was bei uns passiert ist. Und dann muss man die Böden verteidigen, denn wir haben eine ruchlose Liegenschaftspolitik, leider von sämtlichen Parteien unterstützt. In Berlin von Rot und wie jetzt von Schwarz-Rot und früher bei vielen anderen Konstellationen, die alle Liegenschaften verkaufen und damit eine Bodenpreissteigerung und Mietpreissteigerung machen, die für uns alle sozusagen ja, existenzabwürgend ein wenig wird und die bedeutet, dass zum Beispiel neue genossenschaftliches Wohnen eigentlich in der Stadt gar nicht mehr möglich ist. Ja, wir haben eine wunderbare Initiative auf dem Platz 3. Ein grünes Stück, was wir der Stadt abgehoben haben, aber dieses genossenschaftliche Wohnen ist nur noch für eine kleine obere Schicht der Sozialaktiven in der Stadt, weil nur die können die von der Bahn künstlich hochgetriebenen Bodenpreise zahlen, und sodass sie obendrauf noch ein kleines Stückchen Wohnung auch haben. Ja. Und insofern, wir müssen die Frage, ich will unbedingt wieder diskutieren, aber nicht die Landwirtschaft vergessen und auf keinen Fall nur von Stadtentwicklung, Verdichtung und so her denken, sondern auch das Recht eines jeden Städters auf Landwirtschaft in der Stadt. Daher to reclaim the commons, also das Zurückerobern und Zurückfordern der Allmenden und eben sozusagen im Sinne des gemeinschaftlichen Gemüseanbaus auch als die beste Form des über Nachdenkens über Transition Town und gesunde Ernährung, was zusammen machen und dass wir eben ein Teil der Erde sind. Als Nichtraucher
die Raucher zu übertrumpfen und einfach weniger, dass die Galerie nicht so verraucht sein wird. Und Organisatoren, wir haben einen Shuttle-Service wieder eingerichtet. Wir sind vier Autos. Einmal fahre ich habe 6 Plätze noch frei, dann alle anderen wenden sich an Tobi. Der hat noch 3 Autos, die er nicht gleichzeitig fährt. Und dann noch von anderen Leuten gefahren. Genau, und ich würde mich freuen, euch alle da zu sehen. Okay. Das ist ja die Mikrofon, bitte. Ja. 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 Ja.